Und da erschallt ja schon der legendäre Alien-Soundtrack. Ich liebe ihn und ich liebe die Alien-Filme. Und deswegen spielen wir heute Alien Isolation. Ich freue mich schon ewig auf dieses LP, bin bisher nur nicht dazu gekommen. Das Spiel ist ja jetzt schon ziemlich lange draußen. Ich bin tierisch gespannt, wie es wird, wie gruselig es wird, wie ich mich anstellen werde. Und weil ich dachte, das passt zu dem Projekt, habe ich auch mal die Facecam wieder laufen. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit zu sehen sein werde oder nur, wenn es sich lohnt. Sehe ich dann. Ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel, sondern spielen sofort. Mal was ganz Neues bei mir. Ich kann nur sagen, kurz zum Spiel noch, dass es eben vor... Nein, nach dem ersten Film spielt. So eine Art Sequel ist. Wir spielen die Tochter von Ellen Ripley, der Protagonistin des ersten Films, und sollen auf, ja, dem Ganzen auf die Spur kommen, was da eigentlich passiert ist. Das kurz zum Inhalt und ich würde sagen, dann geht's direkt los. Mittel. Wir wollen uns ja ein bisschen was... Oh, dieser Soundtrack. Ich liebe ihn einfach. Diese Anspannung direkt, die dadurch entsteht. Alle Speicherdaten? Ja, ist okay. Och nee, was wollt ihr denn jetzt noch von mir hier? Passt schon. Und los geht's. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Das ist tatsächlich der Originaltext, den sie auch im Film gesagt hat. Im Original, glaube ich, sogar auch von Sigourney Weaver gesprochen. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie. Falls Sie wollen. Die Sache ist,
Als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Und wir wachen auf aus dem Hyperschlaf, haben offenbar das Angebot angenommen und sind nun auf dem Weg zum Sita. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt, wo wir da eigentlich genau hin wollen, um den Flugschreiber zu bergen. Ja, ich habe das hier, den Anfang hier schon mal gespielt. Dünne Ärmchen hat die Frau, meine Herren. Amanda Ripley, wir haben die gleichen Initialen wie unsere Mutter. Erkunden Sie die Torrens. Und das Schöne ist wirklich, falls ihr die Filme kennt oder zumindest den ersten Film kennt, denn daran lehnt sich das Spiel hier an, werdet ihr ganz, ganz bestimmt sehr, sehr viele Anspielungen darauf erkennen. Wie zum Beispiel diesen Vogel hier, diesen Wippvogel. Ich finde das so großartig, dass sie das Schiff wirklich komplett nachgebaut haben oder zumindest ja, den Stil komplett nachgebaut haben, wie es halt gemacht ist. Wie es, also diesen 70er-Jahres-Stil des Films. Der Film ist, glaube ich, von 1971, was enorm ist für so einen guten Horrorfilm einfach. Also die Atmosphäre ist zeitlos, die da geschaffen wurde von Ridley Scott. Wirklich genial einfach. Connor. Einer, der hier auf dem Schiff zugegen ist, heißt also Connor. Taylor. Die sind alle schon eingeloggt. Verlaine. Und wir sind jetzt auch eingeloggt, nachdem wir aufgewacht sind. Die anderen scheinen alle schon länger wach zu sein. Warum wir als letztes aufwachen, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Und das Licht schaltet sich an. Auch ganz typisch für den Film, dass sich diese Neonlichter nacheinander einschalten. Sehr atmosphärisch gemacht an dieser Stelle. Personal Storage. So, wir sollen uns anziehen, ist unsere Aufgabe. Und wir werden uns dabei hier definitiv ein bisschen umschauen. Zigaretten. Hier scheinen die Betten zu sein. Und wir haben ein Terminal. Finde ich auch sehr cool gemacht hier mit dieser Retro-Schrift. Das hier sieht mir aus wie eine Art E-Mail-System. Privates Terminal. Knapp verpasst. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an die Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zur Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Valent Yutani ordentlich. Für Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann... Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Okay, diese Mail scheint nicht an uns gerichtet zu sein. Hervorheben. Blättern. Bild nach oben. Ah, okay. Das ist ja, das ist echt retro. Dass wir mit Bild rauf und Bild runter hier scrollen können. Ah, wobei, das kann ich auch mit dem Mausrad machen. Ups. Q zurück. Okay, mehr haben wir, glaube ich, nicht. Nee, das ist die einzige Mail. Okay.
Ein Hufeisen. Ja, ihr könnt auf jeden Fall Gift drauf nehmen, dass ich mich hier genauer umsehen werde. Alles nehmen. Schrott, Komponente B. Es gibt hier auch ein Crafting-System, soweit ich das weiß. Kann man das lesen? Was da steht? Approved. Sieht aus wie irgendein Formular. Sehr hochauflösende Texturen, das ist sehr schön. So, wir können uns anziehen. Bisschen nackig rumlaufen hat zwar auch was, aber nie. Okay. Ah, ist das ein Schmuddelheftchen? Nein, sieht aus wie ein Modemagazin. Langweilig. Oh, und die Musik. Habe ich die eigentlich auf voller Lautstärke? Ja. Sehr schön. Passt schon. Okay. Benutzen. Was ist das überhaupt? Achso, da kann man nur den Bildschirm an- und ausmachen. Crew Roster. Verlaine. Crew ID 1. Connor 2. Da sieht man nochmal. Ah, okay. Hier kann man was sehen. Und zwar Wayland Yutani. Das sind wahrscheinlich die beiden Buchstaben am Ende. Wir sind offensichtlich von dieser Firma. Taylor und Samuels auch. Verlaine und Connor wissen wir nicht, wo die her sind. Was diese Balken bedeuten, weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht der Gesundheitszustand? Naja. Ihr seht schon, wie genau ich mich hier umsehe. Einfach weil ich Bindemittel. Einfach weil ich das einfach klasse gemacht finde. An Registrierungspunkten können sie manuell speichern. Okay, machen wir gleich, nachdem wir hier alles durchsucht haben. Habe ich noch irgendwas übersehen hier in dem Raum? Irgendwas blinkt hier auch ziemlich auffällig. Das Geräusch, meine ich. Das sieht aus wie die Dusche. Jetzt können wir duschen. Yay! Na, bestimmt riecht man nicht so angenehm, nachdem man so lange geschlafen hat in so einer Hyperkammer. Was blinkt hier so? Das würde ich jetzt gerade gern wissen. Wir speichern mal. Mit unserer Registrierkarte. Ja. Das Kassettensymbol oben rechts ist auch cool. Ja, ich habe tatsächlich schon von Leuten gehört, die sich gewundert haben, dass das Spiel, dass die Schiffe... Oder dass das Schiff, auf dem man sich befindet, so altmodisch aussieht. Das waren dann offensichtlich Leute, die die Filme nicht kennen. Oder den ersten Film. Der zweite Teil ist dann tatsächlich schon aus den 80er Jahren. Und auch nicht vom gleichen Regisseur. Der ist dann von James Cameron, der zweite Film. Auch großartig, aber anders. Okay, wo befinden wir uns hier? Das sieht aus, als wären das die Raumanzüge. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wer von euch die Filme gesehen hat. Schreibt das doch mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Kann man hier irgendwas nehmen? Nein. Ah. Kisten? Nein. So, hier geht's weiter. Okay, das scheint die Krankenstation zu sein. Hi. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende.
Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Okay. Die Nostromo war das Schiff, auf dem sich der erste Film abgespielt hat. Auf dem Alan Ripley der erste Offizier war, also Amandas Mutter. Überall blinkt es. Und dieses Schiff hier, wie er gerade gesagt hat, scheint der Nostromo fast baugleich zu sein. Was auch schon aufgefallen sein dürfte. Mir ist es auf jeden Fall direkt aufgefallen. Ja, das kennen wir auch aus dem Film. Sehr schön. Ich werde mich übrigens mit Spoilern aus dem ersten Film jetzt mal nicht zurückhalten, denn dieses Spiel spielt danach. Also, ich denke mal, ihr seht mir das dann nach. Mich würde interessieren, ob das ein Android ist, dieser Samuels. Der wirkt ein bisschen so. Okay. Wir suchen, glaube ich. Ich muss mal gerade schauen. Was sind das hier für Zeichen? Aufzug? Wahrscheinlich geht es dann hier zum Aufenthaltsraum. Mal sehen, ob ich recht habe. Oh Leute, ich bin so gespannt auf dieses Spiel. Ja, ich hatte recht. Das dürfte dann wahrscheinlich Taylor sein. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland-Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ja, dann ist es... Dann, das war gerade im Link mit dem Zaunfall, dass das ein Android ist. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Okay. Ja, ich wollte gerade fragen... Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Ich wollte gerade fragen, wie lange das wohl nach dem Verschwinden von Alan Ripley spielt. Das wurde uns gerade beantwortet, nämlich 15 Jahre. Okay, haben wir hier noch irgendwas Interessantes zu lesen? Nostromo-Vorfall, AW. An N. Taylor. Hey Taylor, ich habe Ihren Auftrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma. Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahr 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Weyland-Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. Dallas, Ash, Kane, Ripley, Lambert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Kane, dass die erste Schreibweise richtig ist. Das dürfte man im Film eigentlich auch gesehen haben. Naja. Passagierliste der Torrents. Captain ist Verlaine. Diane. Okay. Hin- und Rücktransport des Weyland-Yutani-Bergungsteams zur Sevastopol Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Weyland-Yutani, Samuels C. Ripley. Samuel C., Ripley A., Taylor N. Ja, wie ich schon gesagt habe, wie man es schon am Anfang gesehen hat mit den Initialen. Passagiere: Samuels Christopher, Ripley Amanda, Taylor Nina, Anzahl der Decks 2, Besatzungsmitglieder 2. Bla bla bla. Okay. Ups, ich vergesse mal, dass ich nicht Escape drücken muss. Warte mal, waren das nicht 2 Ordner? Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, nicht, dass ich hier was übersehe. Das wäre schade. Privat und freigegeben. Ach nee, das war... Okay, dann haben wir nichts übersehen.
Schön, schön. Was ist das denn für ein Wälzer? Naval Cookbook. Yay. Hm, nicht besonders gemütlich, diese Küche. Cookies. Yay. Okay. Hier haben wir noch einen Schrank. Ich habe keine Ahnung, was man aus den ganzen Sachen machen kann. Ich habe mir das Crafting-System noch nicht angeschaut. Ich wollte mich so wenig wie möglich spoilern und habe deswegen nur sehr, sehr kurz angespielt. Ich habe auch kein LP dazu geguckt, weil ich es selbst spielen wollte mit euch. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay, das scheint der Captain des Schiffs zu sein. Ich wollte eben irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Diesen Raum, den kenne ich auch noch. Wobei ich gar nicht weiß, war das eine... Es kann sein, dass das eine Zusatzszene war, die es nur auf den... in den Extras zu sehen war. Ich hatte nämlich damals die Filme gesehen durch meine Mutter. Die hatte die Alien Anthology auf DVD, also alle vier Filme plus Zusatz-DVDs mit sehr, sehr viel Zusatzmaterial zu den Filmen. Und die habe ich alle verschlungen. Die Zusatz-DVDs. Ich mag diesen Lens-Effekt. Der hat was. Okay. Das Cockpit, das hat man im Film auch gesehen. Ja, und nach dem ganzen... nach den ganzen Enttäuschungen von Aliens Colonial Marines. Dieses Spiel hat mich auf so viele Arten und Weisen enttäuscht, das glaubt ihr gar nicht. Hoffe ich natürlich, dass das Spiel hier jetzt besser gelungen ist. Einsatzdokumente abholen. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, Colonial Marshall auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Blitz im Flugzeug. Hallo Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist
Ripley. Sie machen das gut. Und so hat man sich ziemlich schnell der anderen Crewmitglieder entledigt. Denn wir sollen ja allein sein. So. Und hier endet auch schon der Teil, den ich testweise gespielt habe. Ab jetzt ist das Ganze für mich komplett blind. Suchen Sie Hilfe. Wir ziehen mal den Anzug aus, denn wir scheinen hier auch ohne uns bewegen zu können. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss, das muss ich zugeben. Denn diese gruselige Atmosphäre... ja, das hatten wir schon. Werden von Feinden in der Nähe gewarnt. Okay. Denn diese gruselige, isolierte Atmosphäre haben sie wirklich sehr gut eingefangen, wie ich finde. Wow. Welcome to Sevastolink. Emergency. Okay. Irgendwie mag ich diesen Speichervorgang. Das ist eine schöne Idee. Okay, wo gehen wir lang? Wir haben zwei Wege gerade. Wahrscheinlich werden wir sehr schnell auf eine Sackgasse stoßen. Ah, schon mulmig ist mir, muss ich zugeben. Oh nee. Es ist dunkel. Es ist ziemlich dunkel. Oh. Alles gut, Amanda. Wir kriegen das hin. Warnung. Sevastopol-Stabilität gefährdet. Oh nee. Gehen Sie zum nächsten Marshall-Checkpoint und warten Sie die Neuausrichtung der Orbitalstabilisatoren ab. Ja. Ich weiß gar nicht... Primal Airlock. Ich weiß übrigens gar nicht, ob sie... die Stimmen... besser nachgestellt haben, wie sie im ersten Film waren. Okay, hier scheinen wir nicht weiter zu... Oh, nee. Boy. Okay, das scheint mir ein ziemlich deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl zu sein, dass wir hier nicht weitergehen sollen. Aber dass wir hier durchklettern sollen, durch dieses schicke, anusartige Rohr. Ich werde aber gerade mal noch zurückgehen, denn auf der anderen Seite waren ja auch noch Gänge. Ich habe keine Ahnung, wie linear das Schiff aufgebaut ist. Und inwieweit es sich lohnt, hier ein bisschen zu erkunden. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Sackgasse. Und hier kommen wir wieder da an, wo wir... Okay, das war gerade sehr linear. Das heißt, wir gehen wieder zurück... Und durch den wahrscheinlich soll das eine Art Lüftungsschacht sein. Wir können übrigens auch sprinten. Ich weiß nicht, ob es ein Ausdauersystem gibt. Ob die Dame bald außer Puste gerät. Klettern. Okay. Das
Amanda Ripley scheint mir so eine Art Technikerin zu sein, das... Oh nee. Oh nee. Das heißt, sie ist wohl damit vertraut, in Lüftungsschächten rumzuklettern. Ich mag das Beleuchtungssystem. Wesentlich überzeugender als in Aliens Colonial Marines. Ich hatte mir das Spiel damals vorbestellt. Leider. Und zu meiner Schande leider auch in der... Das sieht cool aus. In der Collector's Edition. Und ich hatte einen Stream gemacht, wo ich zusammen mit den Zuschauern auf den Postboten gewartet habe. Und dann war das Spiel so eine Enttäuschung schlechthin, dass ich es nach einer Stunde ausgemacht habe. Ja, so war das leider. Eigentlich möchte ich mich gar nicht dran erinnern, weil es einfach nur traurig ist. Wie sie die Leute voller Vorfreude einfach verarscht haben. Indem sie eine Marke gekauft haben. Oder einen Namen, besser gesagt. Und sich darauf komplett ausgeruht haben. Kann ich eigentlich auch wieder aufstehen? Ich scheine immer noch zu kriechen. Ich möchte gerne aufstehen. Hallo. Aha, okay. C was? Okay. Und ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier direkt mal. Ja, ich weiß, wir sind noch nicht sehr weit gelaufen in diesem Schiff. Aber Cliffhanger sind immer gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.